an die K. Punkt. Tag auch. Schotte Diggi, was geht? Seine Freundin die Möbel zusammenschrauben. Geil, Werner, wuchtig, du geile Sau! Hey, Fußballslola! Facebook Messenger. Ich hab nichts bekommen. Ich mach das jetzt wie Tom, der auch mal sagt, ich arbeite und lässt seine Freundin die Möbel zusammenschrauben. Yes, Goldhand! Ich hab euch auch vermisst, ihr Schnoddels. Ich mach das jetzt wie Tom, der auch mal sagt, ich arbeite und lässt seine Freundin die Möbel zusammenschrauben. Wiggity wick wick wick, Stanley Records is am Start, yeah! Jetzt wie Tom, der auch mal sagt, ich arbeite und lässt seine Freundin die Möbel zusammenschrauben. Paule Fein, wie geil! Ich mach das jetzt wie Tom, der auch mal sagt, ich arbeite und lässt seine Freundin die Möbel zusammenschrauben. Holger, danke dir.
zu sein. Gefangen in der Zeit, keine Chance, sich zu befreien. Alles um mich rum liegt im Nebel verborgen. Gedanken von gestern, kein Platz für heute und morgen. Alle deine Fragen bleiben begraben mit dir allein. Wenn Regenbogenfarben, die keine Kraft mehr haben, nur grau erscheinen. Wisch dir die Tränen aus den Augen, lass die Hoffnung nie vergehen. Alle Wunden werden heilen bis 10. Yes, Leute, hallo Herr Tarner, hallo Herr Tarnerin, hallo liebe Hater. Na, ihr Schnoddels, Jule Berlinsk, vielen Dank für dein Abo. Oh, ganz schöner Runterzieher, dieses Lied irgendwie. Mann, ey. Man kommt gar nicht weg von diesem Thema. So sehr man es auch probiert. Hab keinen Fahrschein, Tag auch natürlich, Tor Hertha, Berlin Subs, Schotte. Ja, es passt hervorragend, leider. Hätte ich gut drauf verzichten können. Fußballs Lola. Stricklogen-Account, der hat den hat ein Kumpel von mir. Schreib doch mal an Floske. Guck mal, ich schreib's dir mal rein. Ach nee, bei Facebook stimmt ja gar nicht. Bei Insta ist es Floske, bei Facebook ist es Lord Don Camesi. Ja, Leute, was geht? Wir warten mal, eigentlich müsste der gute Dennis jetzt, der ist schon überfällig, weil er, glaube ich, er hat mir irgendwas geschickt, ein Foto von, was ist es? Ich dachte, es ist eine Lasagne, aber es sieht mir aus wie Hähnchen mit irgendwelchen Sprossen. Das könnte chinesisch sein, er hat sich wieder was geholt, würde ich mal denken. Wie sieht's bei euch aus, Leute? Ist irgendwie krass, oder? Heute ist Dienstag, vor genau einer Woche kam diese furchtbare Nachricht. Es kommt mir viel länger hervor. Unglaublich. Wie geht's mir? Mir geht's eigentlich ganz gut, aber ich bin so schnell fertig. Ich gehe mit den Hunden im Karree. Und danach könnte ich gleich anderthalb Stunden pennen irgendwie. Also ich merke halt so, dass der Körper noch ganz schön runtergerockt ist irgendwie von diesen Antibiotika-Bomben. Ich fürchte, das wird noch ein bisschen dauern, aber eigentlich geht es schon wieder ganz gut. So, ich schwitze nur wie ein Schwein. Mal schauen, wie lange ich quatschen kann heute. Ich habe schon Tom gesagt wegen morgen, der mich wahrscheinlich wieder beschimpfen wird. Aber es könnte sein, dass das morgen der kürzeste Strickloge und Felicio-Talk wird. Weil ich denke mal, eine Stunde länger wird das nicht gehen. Aber wir schauen mal einfach. Eine Woche ist es her, fühlt sich an wie, für mich wie ein Monat.
Und ja, ich bin gespannt, ob jetzt so ein bisschen, also pietätlos sich das jetzt anhört, aber ob die Mannschaft es schafft, jetzt so ein bisschen Alltag einkehren zu lassen vor dem nächsten Spiel. Ich glaube, es ist gar nicht schlecht, dass wir auswärts spielen. Es ist eine gute Art Ablenkung, glaube ich. Naja, wir werden es sehen. Auf jeden Fall heute gute Nachricht. Fabi Rehse ist im Einzeltraining. Das heißt, die Blutwerte von ihm müssen besser sein. Ich mache das jetzt wie Tom, der auch immer sagt, ich arbeite und lässt seine Freundin die Möbel zusammenschrauben. Tom macht das immer so. Tony D, 79. Tom macht das bei allen so. Dieses abgehobene Schwein. Also das ist ja, die Lungenentzündung ist ja auch nur ein Ich mache Resultat. das jetzt wie Tom, der auch immer sagt, ich arbeite und lässt seine Freundin die Möbel Ryder, vielen Dank. Was geht denn hier ab, Leute? Ihr überschlagt euch, das ist ja geil. Vielen Dank. Ryder 92, Tony D, vielen Dank. Was wollte ich sagen? Ach ja, die Lungenentzündung ist ja eigentlich auch nur eine Folge davon, dass Tom mich probiert hat, aus dem Verkehr zu ziehen auf seinem Anwesen in Brandenburg und mich in die gleiche Grube gesteckt hat, wo schon Flokes und der Herr Tana liegen, aber ich konnte mich, weil ich härter bin, kleines Wortspiel, konnte ich mich befreien und muss es jetzt noch auskurieren. Da wird sich noch wundern. Ich mache das jetzt wie Tom, der auch immer sagt, ich arbeite und lässt seine Freundin die Möbel zusammenschrauben. Pelle, Digga, schön dich zu sehen. Dennis, die geile Sau, hat gerade abonniert, das heißt, er muss online sein, das heißt, demnächst müsste es klingeln. Ich schau mal rein, ob er irgendwas geschrieben hat. Ob vielleicht, ob es noch einen Nachtisch gab. Mal schauen. Ne, es sieht gut aus, würde ich sagen. Der fährt gerade hoch. Dennis, der fährt gerade hoch. Der hat noch sein Handy in der Hand. Wir sind gespannt. Hoffentlich gute Tonqualität heute und gutes Bild. Ja, Fabi Rehse, genau da. Ey Mann, ich komme immer raus durch diese ganzen Ablenkungen hier. Fabi Rehse zurück im Mannschaftstraining, was natürlich ein sehr gutes, eine sehr gute News ist, weil er fehlt uns so krass. Aber ich habe heute schon als Comment ihm geschrieben, er soll mal ein bisschen halblang machen. Lieber ein bisschen länger noch ausfallen und dafür fit zurückkommen. Gesundheit geht vor. Nicht, dass der zu schnell zurückkommt, weil so eine, also ich weiß jetzt gar nicht, ob der eine Herzmuskelentzündung oder Herzbeutelentzündung hatte wirklich. Aber das dauert auf jeden Fall. Sarah und Jell sind ja immer noch nicht gesehen, gehört bestimmt im Burggraben von Tom. Das stimmt, aber Sarah war doch gerade bei uns. Vor der Pause hat sie doch den Stream gemacht. Hertha Jessie, vielen Dank. Das heißt, ihr Hinrunden-Fazit-Stream, das wird jetzt bestimmt mindestens einen Monat dauern, bis ich Sarah wieder in den Stream kriegen kann. Vielleicht nach dem Pokalspiel mal schauen. Vor allem, weil die Bucks ausgeschieden sind. Und deswegen ist jetzt wahrscheinlich bei Sarah krasse Tristesse. Ich bin ja auch total traurig, weil meine zweite, muss ich ja sagen, NFL ist, ich liebe die NFL, ich liebe Football zu gucken zu dieser Jahreszeit. Und mein Lieblingsteam, die Packers, sind leider auch ausgeschieden. Jordan Love gehört die Zukunft, aber es war so knapp, verdammt, gegen die 49ers. Ich habe wirklich gelitten, weil es so knapp war. Ein Field Goal, was daneben geschossen wurde. Ich bin mir sicher, wäre das reingegangen, hätten wir die 49ers rausgekegelt. Die Bills sind auch schon wieder raus. Ich habe es gesehen gestern, die Chiefs, verdammte Scheiße. Ich war für die Bills. Na gut, aber das ist hier heute nicht das Thema, sondern das Thema ist erstmal das Spiel gegen Düsseldorf. Ich würde gerne mal von Dennis hören, wie er das erlebt hat, was er dazu sagt. Und Berlin Subs?
Ja, sag ich auch. Diggi, ich küsse dein Herz zurück. Sehr geil. Genau meine Meinung. Und vor allem, wie es jetzt gegen Wiesbaden aussieht. Ich bin eigentlich total hoffnungsvoll, dass gegen Wiesbaden das so ein bisschen so ein Seelenbefreier wird. Wir auf jeden Fall uns die Revanche für dieses Hinspiel holen und die 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Ich bin eigentlich relativ zuversichtlich, weil ich fand, dass die Mannschaft gut gespielt hat gegen Düsseldorf. Paule Fein. Mir geht es besser auf jeden Fall, aber noch nicht fit. Ich mache so lange, wie es geht heute. Wir werden es sehen. Oh, und es klingelt. Ich höre es klingeln. Ich höre es klingeln. Ich sehe einen Gast im Green Room sitzen. Mal schauen, wer da gerade, wen die Katze uns da vor die Tür gelegt hat, wie man so schön sagt. Herr Schech Krömer. Mensch, da ist er ja. Ey, geil, was hast denn du für ein geiles Shirt an? Ja, ich habe das angezogen. Das hatten die Trainer vorgestern angehabt. Ja, ich weiß. Und einer der Trainer hat mir das dann nach dem Spiel, der war bei uns in der Loge gewesen kurz, und wir haben ein bisschen geschnackt, ein bisschen zusammen getrauert, und der hat mir dann das den Pullover geschenkt. Oh Mann, ist das cool. Geiler Pulli, absolut. Krass, krass, krass. Ich wusste gar nicht, dass die auch Pullis gemacht haben. Ich hatte es bei Paul kurz gesehen. Genau, Paul und Andi hatten ihn an. Ja, ey, Andi Menger, ne? Ihr seid jetzt richtig Buddies geworden, ne? Wir haben uns kennengelernt, ja. Wir schreiben und telefonieren ab und an. Ja, also von Best Buddies vielleicht noch ein bisschen früh, aber ich denke, wir scheinen ein Level zu finden, auf dem wir uns verstehen. Und revidierst du denn deine Meinung jetzt über ihn? Weil wir ja ganz schön abgelästert haben, ne? Also. Naja, wir waren ja nun gerade bei der sehr, sehr lange nicht mehr online gewesen. Ich hatte die Story schon ausführlich mal bei Tom im Stream kommuniziert mit ihm. Ja, es gibt einige Meinungen, die ich revidieren würde, die er mir auch beweisen, hört sich jetzt falsch an, so, auch zeigen konnte und jetzt nicht nur Worte von sich gegeben hat, sondern auch mir tatsächlich ein paar Dinge gezeigt hat. Nennen wir mal so, die zwangsläufig einige Meinungen revidieren lassen mussten. Ich denke, wir sollten das Thema mal vielleicht unter 4 Augen erstmal besprechen und dann können wir das gerne nochmal hier im Stream tun. Okay. Okay, indiskreterweise noch eine Frage. Hat er dir irgendwas über den Konflikt mit Rune gesagt? Ja, also im Detail, ja. Krass, ey, was du, ey, du bist so ein Insider. Das gibt es doch gar nicht. Das geht ein Quatsch. Ist ja so. Es ist so traurig. Es ist erstmal so schön, dich zu sehen. Ich sende dir 1000 Küsse. Ich habe mich wirklich, einfach so gefreut. Es ist so lange her. Ich glaube, 6 Wochen oder so haben wir keinen Stream mehr gemacht. Ja. Weil es mich so gerissen hat. Und es ist so unglaublich, was alles passiert ist, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Es ist wirklich eine unglaubliche Tragik, weil dieses ganze Trainingslager und diese ganzen Sachen zum Schnacken natürlich so in den Hintergrund jetzt getreten sind durch dieses Unglück mit Kai, was sich ja auch ganz schlimm getroffen hat. Es tut mir auch super leid. Ich weiß, dass du mit ihm befreundet warst und ihr da eigentlich so eine Ebene gefunden habt und so, und das natürlich für dich noch mal furchtbarer ist, wahrscheinlich als für uns. Also es tut mir total leid und ich hoffe, dass du jetzt durch die Rückrunde so ein bisschen Ablenkung und Spaß wiederfindest. Erstmal danke. Von mir aus können wir mit dem Thema anfangen. Wir waren ja noch zusammen im Trainingslager, klar hatten wir das Thema, ich bin irgendwie doppelt traurig über den Tod von ihm. Der fällt mir richtig schwer, das zu sagen, irgendwie. Ist immer noch so unwirklich, ne? Also ja, es ist wirklich. Ich habe das Gefühl, wenn ich das sage, irgendwas nicht Richtiges. Das ist irgendwie ein komisches Gefühl. Wir hatten am Sonntag noch reingefeiert gehabt von Juliane, die ja mit war auf dem Trainingslager.
haben dann noch am Sonntag schöne Fotos und auch einen schönen Abend gehabt. Wir waren jetzt nicht durchweg zusammen gewesen, aber wir hatten halt jede Raucherpause zusammen, also jede Heatpause hatten wir dann zusammen draußen gehabt. Wir haben auch ein längeres Gespräch gehabt. Und es ist halt doppelt schade, da war ich gerade, weil man Menschen verliert, die man wirklich mag. Und es gibt halt nicht viele Menschen, die eine Leidenschaft so teilen, wie ich das mit Kai, also die ich mit Kai gefunden habe, der die genauso geteilt hat wie ich, die Leidenschaft. Und es ist aber so schade, dass wir noch so viel vorhatten, so viele Ideen hatten, so viel. Wir hatten nächste Woche ein Treffen uns vereinbart gehabt, um, na, vielleicht auch lieber nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Wir hatten, wollten, nächste Pokerturnier stand an oder Pokerrunde stand an. Wir wollten im Frühjahr, wenn es wärmer wird, Grillabend machen mit den Mädels zusammen. Oktober hatten wir besprochen, mal, wenn es dann klappt, das wusste man alle nicht, aber dass man zumindest will, dass wir versuchen wollen, zusammen zum Pokerturnier zu fahren. Das alles wird niemals passieren und das ist einfach so bitter. Man verliert Freund ist jetzt vielleicht ein hartes Wort und ich will mich auch nicht anmaßen, er kennt Leute, die er seit 30 Jahren kennt aus der Kurve oder seit 25 Jahren kennt. Ich will mich da jetzt nicht mit denen auf ein Level stellen, aber wir hatten, denke ich, einen sehr, sehr guten Draht gehabt. Wir hatten viele tolle Gespräche gehabt. Ich war bei ihm zu Hause den ganzen Abend, wo wir wirklich über Gott und die Welt philosophiert haben. Und ich denke, wir hatten irgendwie eine Ebene gehabt, die wir beide toll fanden aneinander. Und dann verliert man so jemanden in jungem Alter. Mein Jahrgang, Baujahr 80, September, also 2-3 Monate älter als ich. Einfach unvorstellbar. Ich hatte am Dienstag die Gerüchte gehört, so gegen, keine Ahnung, 10, 11, und habe dann versucht, irgendjemand zu erreichen. Ich habe keine Nachricht geschrieben, du, ich höre komische Geschichten, erzähl mal, dass es dir gut geht. War bloß ein Haken gewesen. Dann habe ich versucht, Leute aus dem Präsidium anzurufen, im Trainerteam anzurufen, Spieler anzurufen. Keiner ist rangegangen ans Telefon, was sehr, sehr ungewöhnlich ist. Zumal ja auch trainingsfrei war, also ich war natürlich, dass wir im Training waren. Und dann kriege ich den Anruf, ob es eine Viertelstunde bevor es dann öffentlich gemacht wurde, dass es tatsächlich halt richtig ist. Und da bricht erstmal eine Welt zusammen. Unbeschreiblich und absolut völlig daneben. Also einfach dieser Zeitpunkt, ich finde das so unreal. Und dann natürlich seine Tochter dazu, ja. Wie oft hat er gesagt, er muss Zeit mit der Familie, oder verbringt gerne Zeit mit der Familie, hat der Montag immer frei gehabt, um den Papa-Tochter-Tag zu haben. Und ich will jetzt auch nicht zu viel familiäre Geschichten austratschen, aber jetzt ist er gar nicht mehr da, also für die Familie. Das ist so falsch, einfach falsch und nicht ist falsch. Also, wer da diesen Schicksalsgott gespielt hat, den würde ich mir gerne mal zur Brust nehmen. Das ist einfach komplett unfair, was da passiert ist. Und es ist komplett unfair, ja. Absolut, natürlich. Es ist vor allem so erschreckend, finde ich. Also, du sagst ja gerade, das ist in deinem Alter. Ich bin sogar noch ein bisschen älter. Es ist so völlig unbegreiflich, wie jemand so im Schlaf einfach sterben kann. So, es ist halt einfach schnipp, völlig willkürlich, wie, tja, einfach gewürfelt und einen hat es getroffen. Ist halt vielleicht natürlich sehr gnädig, so für einen selber so abzutreten. Aber ja, ist halt einfach natürlich viel zu jung. So bei allem härter Enthusiasmus und so, wenn so ein junger Mensch einfach so stirbt, ist das halt unbegreiflich. Ich weiß, ich habe auch zwei Freunde verloren in den letzten 2 Jahren. Einer ist aus dem Fenster gefallen, weil er Spaß gemacht hat, angetrunken mit 21. Der andere ist mit dem Roller, hat er sich aufgeraucht. Und deswegen, ich kann es komplett nachvollziehen, diese Leere und dieses, dass man es nicht glauben will und schreibt den Leuten dann Nachrichten, ruft an, spricht noch auf die Mailbox, obwohl man das weiß. Aber man denkt so, man ist dann irgendwie doch trotzdem noch verbunden mit denen. Es ist absolut unwirklich und das ist eine Woche später immer noch geblieben. Aber es ist also, hättest du gedacht, also jetzt mal außerhalb von unserem Club, aber so, ich meine, bei allen
Misstönen ihm gegenüber. Ich war am Anfang ja auch skeptisch irgendwie, aber dass das so eine Anteilnahme gibt, dass wirklich ganz Deutschland eigentlich kondoliert und so, das ist doch Wahnsinn, oder? Ja, also ich war auch sehr beeindruckt von den Bildern aus den Stadien, auch von den Eisbären. Von der ersten bis zur dritten Liga hat eigentlich fast jeder Club einen Banner hochgehalten, also natürlich die aktive Fanszene hat es hochgehalten. Ich glaube, dass der dass Kai jetzt nicht nur bei uns sehr angesehen war, sondern in allen aktiven Fanszenen angesehen war, weil er ja auch einfach ein Fußballromantiker war und immer noch irgendwie sein Herz an der Ultrastelle hatte und viele Entscheidungen, die er für den Club getroffen hat, sich wünschen würden, dass ihre Präsidenten das Gleiche so entscheiden. Und deswegen denke ich, dass er auch ein sehr großes Ansehen in den anderen Clubs hatte. Karlsruhe war natürlich überragend gewesen. Das hat das Ganze noch getoppt. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand seine Hymne nicht spielt, sondern die Hymne des anderen Vereins spielt. Zum einen zu Beginn, dass sie sich da mit der DFL anlegen, um die Schweigeminute zu bekommen. Also Karlsruhe für mich absolut übernatürlich, wie geil die das gemacht haben da. Überragend, ja. Haben sich richtig Kopf gemacht. Wahnsinn, ja. Wahnsinn, dass die unser Stadionlied mitsingen und dann halt auch HOE in der Fankurve abbilden durch Shirts. Das ist also wirklich, da ist mir richtig Gänsehaut runtergelaufen. Respekt und danke dafür, aber auch alle anderen. Ich meine, St. Pauli, eigentlich die ganze Liga, ich glaube, bis... Ja, selbst Stuttgart. Ich glaube, nur Schalke habe ich nichts gesehen. Und Bayern, ansonsten, glaube ich, waren es alle, die... Bayern war mit sich selber beschäftigt. Genau. Thor schreibt gerade, sogar Neapel hat einen Banner aufgehangen. Es war wirklich krass. Und hier Captain Confusion sagt halt, und ich glaube, da hat er recht, weil er halt so anders war. Weil, glaube ich, alle Clubs mitbekommen haben, dass er erstmal wirklich... mit dem Herzen, das mit dem Herzen macht und da keine anderen Hintergedanken hat, sondern einfach nur für den Verein alles gemacht hat und dass er so diesen alten Fußballgeist einfach so ein bisschen zurück, weg von weg vom Videoschiedsrichter, weg von überkrassen Sponsoren, einfach zurück aufs Wesentliche. Ja, und das finden, glaube ich, alle, die Fußball lieben, auch geil, dass jemand das auch wirklich gemacht hat und so gelebt hat. Es ist halt ein bisschen die Frage, das hatte ich dir ja auch schon mal gesagt, also auch bevor es passiert ist. Ich finde halt, du machst ja ähnlich viel. Ich mache mir bei dir ja auch manchmal Sorgen, wenn ich dann sehe, du bist morgens... Ich mache das jetzt wie Tom, der auch immer sagt, ich arbeite und lässt seine Freundin die Möbel zusammenschrauben. Dirk Dürfner, vielen Dank. Du bist morgens um 6 wach und abends um 11 immer noch und düst den ganzen Tag rum. Glaubst du, er hat einfach zu viel gegeben? Also ja, du hast recht, ich bin auch viel wach und kümmere mich um viel, aber ich mache es jetzt nicht ausschließlich für Hertha und er hat es halt ausschließlich für Hertha gemacht. Ja, ist ja eigentlich egal, ob du es jetzt... damit bei ist, also ja. Naja, aber ich meine... Ist egal, richtig, aber ich bin den Enthusiasmus von Kai um Längen besser als mein Enthusiasmus, weil er es aus reiner Nächstenliebe für den Verein getan hat. Ich mache auch viel für Hertha und gebe viel Geld aus und helfe und tue, mache bei allem, wo ich nur mitmachen kann, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was Kai gemacht hat. Also, ja. Also ist ein Unterschied. Aber okay, aber deine Frage war eine andere. Ja, ich glaube, dafür habe ich keine Beweise oder keine Aussagen, dass der Stress Teil oder vielleicht sogar ein Großteil des Problems war, was dann zum Tod geführt hat, zum Herzstillstand geführt hat. Aber wie hat reine These von mir, da habe ich keine internen Infos oder sowas, dieses Glauben. Also ich weiß, wie gestresst er war. Ich weiß, wenn wir abends telefoniert haben, dann war das in der Regel um 9:30 gewesen, weil er dann von irgendwelchen Sitzungen... ich mache das jetzt wie Tom, der auch mal sagt, ich arbeite und lässt seine Freundin die Möbel zusammenschrauben. der unpassendste Alert der Welt wirklich gerade. Er war ja eigentlich jeden Abend bis spät abends da gewesen, also bis spät abends, wenn ich jetzt bis 8, 9. Ja. Ist dann jeden Tag anderthalb Stunden nach Hause gefahren. Man muss dann auch dazu bedenken, das sind einfach 3 Stunden jeden Tag, die er nur verbracht hat, um hin und zurück zu kommen. Ja. Wahnsinn.
Als ich das Da, wo gehört Kanonen habe, sind. also Wahnsinn. Ich habe es ja, ich habe mir erst nachdem diese furchtbare Nachricht kam, habe ich mir seinen Talk mit Tom angehört, weil er so lang war und da ist es einem wirklich eiskalt den Rücken runtergelaufen, was er so über die Familie erzählt. Und da hat man ja schon gemerkt, dass er halt eigentlich gesagt hat, ey, es ist einfach so krass viel und der Druck auch, der auf ihn lastet, ist halt immens. Deswegen ist es noch so beachtlicher. Ich habe es ja, ich habe ja auch was gesagt, einen Stream gemacht dann nach einem Tag nach dieser furchtbaren Nachricht, weil ich einfach was sagen musste dazu. Und da habe ich auch Ja, gesagt, genau. dieser Tag von deinem Weihnachtsfest, weißt Ich du, mache der das ist. jetzt wie Tom, der auch immer sagt, ich arbeite und lässt seine Freundin die Möbel zusammenschrauben. Danke, 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 Leute. Mokafot, von der Weihnachtsfeier, wo wir da im Stadion waren und diese Stadionführung gemacht haben. Und wir sind da um 10 Uhr reingegangen und wer schon drin war, war Kai, der da irgendwie uns und alle anderen begrüßt hat mit Glühwein. Und nach dem Spiel zur Feier war, als wir gegangen sind, immer noch Kai da. Und wenn man sich das vorstellt, auch mit wem der alles geredet hat, also das war ihm ja scheißegal. Ob es jetzt der Daimler-Vorstand war oder ob es der Stricklogen-Flo war, der hat sich für alle Gleichzeit genommen oder für einen kleinen Jungen, der es erstmal im Stadion war. Das ist einfach krass. Und ich meine, das ist, glaube ich, etwas, wo ich Angst habe, dass es nie wieder so sein wird, dass es so einen Präsidenten gibt, der sich halt so unter das Volk mischt. Habe ich noch nie bei irgendeinem anderen Verein gesehen. Vielleicht ein bisschen Rudi Assauer damals bei Schalke war auch so ein bisschen so, dass der sich auch reingestellt hat, aber so wie Kai habe ich das noch nie irgendwo anders gesehen. In der Regel sind ja Präsidenten Leute, die Business haben, also deutlich größere Business haben oder weiß ich was studiert haben oder was auch immer. Also ich sag mal eher die obere Schicht der Bevölkerung und Kai war nicht einer von denen. Deswegen war Kai halt anders und viele waren skeptisch, ich übrigens auch. Auch ich habe ihm selber gesagt, dass ich ihn nicht gewählt habe, weil ich ihn natürlich toll fand und mochte als Mensch, aber nicht ihm zugetraut habe, dass er Präsident eines Fußballvereins sein kann, also eines Bundesliga-Fußballvereins sein kann. Fand er toll, dass ich ihm das erzählt habe, aber darum geht es gerade nicht. Also, du hast halt, im Prinzip könntest, wenn du jetzt Präsident werden würdest, oder ich wäre Präsident, ich würde es da genauso machen, also versuchen, genauso zu machen, also Ja. vom Typ her, vom Auftreten her. Ich sage nicht, dass ich das gleiche machen würde, gleiche hinkriegen würde wie er, aber ich würde genauso in der Öffentlichkeit sein. Ich würde versuchen, jeden irgendwie im Stadion glücklich zu machen. Als Mensch glaube ich, dass ich genauso wäre wie er. Und nein, ich wäre nicht Präsident. Ich wollte Und gerade sagen, da bringst du mich auf eine Idee. Also, wenn ich es nicht mache, dann machst du. ich habe tatsächlich mehrere Anfragen in den letzten Tagen und Wochen gekriegt, ob ich das nicht machen würde wollen. Nein, definitiv nicht. Du musst dir. Und das ist so eigentlich krass, und da muss man sich dazu zergehen lassen. Du musst es dir leisten können, Präsident sein zu können. Du musst halt überlegen, alles das, was er tut, dafür gibt es keinen müden Cent. Ja, und Das als lebt er wäre auch. ganz im Der zahlt Ernst, auf. du bist ja so schon dabei, dich auch aufzurauchen. Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Bei aller Liebe für Hertha BSC, du hast ja auch Familie Ich kann es mir irgendwie. nicht leisten. Das ist ja ein Ja. einfacher Punkt. Ich kann es nicht sagen, ich mache es die nächsten 3 Jahre oder dann 4 Jahre, wenn ich denn theoretisch, hypothetisch gewählt werden würde, kann ich 4 Jahre lang ohne Geld leben. Das kriege ich Geht nicht hin. nicht. Naja, und Ja. vor allem auch, du hast ja auch eine kleine Tochter. Und so, das ist halt jetzt, das ist halt so ein Beispiel. Ich meine, ey, Küsse und Ehre an Kai, dass er das gemacht hat, natürlich. Es ist wirklich unfassbar cool, aber es ist halt schon so, man, das dann zu opfern, es ist halt wirklich krass. Und aber andererseits brauchst du ja auch so jemanden. So. Also du wärst wirklich jemand, wo ich sagen würde, das könnte ich mir vorstellen. Das könnte ich mir vorstellen, jemand, der genauso Herzblut hat. Es ist halt extrem schwer. Mir fällt da niemand ein. Und das ist halt auch so krass, weil ich ja auch bei Kai, als er Präsident geworden ist, erstmal gesagt habe: Ach du Scheiße, ey. Einer aus der Kurve ist Präsident, wie soll das werden? Ich glaube, es haben ganz viele Davon die waren sehr, Angst sehr, sehr, gehabt. sehr viele. Aber jetzt, wo er weg ist, merkt man halt, wie unersetzbar
er eigentlich ist. Und man kann sich eigentlich niemanden vorstellen, der das in der Form weitermachen könnte irgendwie. Ja, ne? Weil es auch nicht geht. Das ist der Punkt. Ich hätte so oft mit Kai dieses Thema und er hat mir immer recht gegeben, ja, so ein Job muss bezahlt werden. Und du kannst ja nicht mal verlangen, dass er alles aufgibt, was er hat und dafür nichts bekommt. Nur weil er den Verein liebt. Aber hier Erfolgsfan schreibt das gerade, kann man das nicht einfach, man könnte es doch einfach einführen. Ja. Aber stell dir mal vor, ich hatte das Thema so oft mit Kai gehabt, wir haben da stundenlang drüber philosophiert und er hat immer gesagt, du, wenn ich einen Antrag stellen würde, was ja, er könnte, ja, dann ist er komplett außen vor, weil dann würden alle sagen, das macht er nur mit dem Geld. Nur aber jetzt, aber ich glaube, jetzt hat die Sache sich ja gedreht, auf diesem Beispiel, ich meine, nicht ohne Grund gab es jetzt ein Crowdfunding für die Familie von Kai und ich meine, jetzt hat jeder gesehen, glaube ich, wie unfair das ist. Also ja. Wann willst du es ändern, wenn nicht jetzt irgendwie? Ich meine. Ja, wie uns geht es ja finanziell auch nicht gut. Also es ist nicht so, dass wir sagen können, na komm, dann nehmen wir den jetzt mal Summe X an die Halt. Ich sage ja auch nicht, der muss gleich hier 10, 20, 30.000 verdienen. Aber lass ihn doch mal einfach 2, 3 netto geben. Wie normale, nur nach 15 Gehalt, sodass du dir wenigstens was zu essen kaufen kannst. Dass naja, 4, 5, 5.000 kannst du schon geben. Das ist bei der Arbeit schon völlig angemessen, finde ich. Ja, aber nicht mal das kriegt er ja. Er muss ja selbst sein Benzingeld muss er bezahlen, um zur Arbeit zu kommen. Das Einzige, was er kriegt, waren halt die Karten für die Heim- und Auswärtsspiele. Und manchmal, wenn Hertha die Maschine gebucht hat, durfte er sonst mitfliegen. Aber du kriegst einfach nichts. Und ja, ist jetzt, ja verrückt. Ich bin auf meinen Job angewiesen. Ich kann das einen Monat, vielleicht 2 Monate, da kann ich durchziehen und sagen, okay, komme ich über die Runden. Aber wie soll ich das denn 4 Jahre, wie soll jemand, komm mal von mir jetzt wieder weg. Na, warte mal. Wenn wir das jetzt regeln würden für dich. Sagen wir mal, wir regeln das für dich. Ja. Du kriegst 6.000, 7.000 Euro. Würdest du es machen? Brauchst du ja nicht machen. Ich würde es machen, wenn mir da sagt, ich zahle deine Miete, ich zahle deine Kosten, die du in Verbindung mit Hertha hast, zu den Turnieren zu fahren, zu den Fanclubs zu fahren. Einfach, dass du sagst, ich muss nicht mal Geld damit mitbringen, um das zu machen. Das würde mir reichen und zu sagen, okay, dann würde ich es tun. Dann würde ich meinen Job kündigen, dann würde ich sagen, alles klar, aber... Okay, wie lange bist du schon Vereinsmitglied? 2003. Oh, das geht schon. Sind schon 20 Jahre. Union-Vergangenheit ist schwierig. Ja, ja. Aber ich schreib mal einen Antrag. Aber Spaß. Ja, aber ich meine, ey, komm, ich meine, das ist alles so traurig. Lass uns ein bisschen locker, müssen wir jetzt auch mal wieder werden. Also, ja. Ich könnte es mir gut vorstellen bei dir, muss ich ehrlich sagen. Also, ich meine, es ist so schlimm, weil man denkt halt, es ist voll pietätlos, jetzt über Nachfolger zu reden, weil er weg ist. Aber insgeheim macht sich, glaube ich, jeder Gedanken und denkt so, wer könnte denn das irgendwie diesen Weg weitergehen in einer ähnlichen Art wie Kai? Und da fällt mir, ehrlich gesagt, fallen mir wenig Leute ein. Ich habe einen im Auge. Und? Ich will jetzt noch keine Sachen lostreten. Ja, kannst du doch mal sagen, wenn sie bei der Stricklose... Also wenn es an mir gehen würde und vom Typ her, der da für mich wunderbar reinpassen würde und es gibt keine offizielle Werbung, es gibt keine... Mein persönliches Gefühl, ich würde Tim Kauermann nehmen. Tim Kauermann, ja. Ich will aber jetzt keine Gerüchte, es gibt keine Gerüchte dazu. Es ist einfach nur von mir jetzt ein Gefühl, wo ich sage, den könnte ich mir da vorstellen. Er hat einen schönen Weihnachtspulli an auf jeden Fall. Aber als Typ, ich kenne ihn halt schlecht, ja. Ja. Aber wir hat zwei kleine Kinder gerade. Ich hatte auch an Arne gedacht. Aber Arne ist halt auch ein anderer Typ irgendwie. Ich weiß nicht, ob der auch so offen. Arne finde ich? Ja, offen Fans gegenüber und. Auch den Weg so weitergeht, ich weiß es nicht, kann ich dir nicht sagen, aber ich habe, als ich nachgedacht habe, kam ich auch zu Arne Friedrich, aber bei Dennis, bei Dennis hätte ich das beste Gefühl, sage ich mal. Es wird nie passieren. Es wird nicht klar zu sagen. Okay. Zecke, nein. Klar, Dick, also ich hätte richtig Bock drauf, aber es ist so komplett unwahrscheinlich, zu 99% wird es nicht passieren. Weil es einfach nicht geht, weil es einfach nicht möglich ist, weil ich... Wieso ist das nicht möglich? Alles ist möglich, immer. Aber die Sache ist halt, man muss sich das auch wirklich überlegen. Ich meine, jetzt Spaß beiseite.
Wie gesagt, das geht ja nicht nur um den Verein, sondern das ist ja auch Privatleben geht drauf. Ich weiß nicht, wie Kai das gemacht hat, inwieweit er dann noch Zeit für die Familie hatte, wie das geklappt hat und ob nicht das auch einen aufraucht, kann ich dir nicht sagen. Lächelt über Pelle seinen Beitrag. Das stimmt. Dennis, du bist auch meine Nummer eins. Ich Dann quatsch habe ich jetzt schon drei rum. Stimmen. Yeah. Drei Stimmen? Ja, pass mal auf, das wären noch wesentlich mehr. Wir treten die Welle los. Ja, aber also das wird auf jeden Fall spannend. Ist jetzt ja auch zum Glück kein Thema. Ich finde es auch gut, dass wir jetzt erstmal bis zum Herbst das Thema nicht haben, sondern das Ganze in Ruhe mal alle durchdenken. Und das, ich finde es halt wichtig, bloß, dass wir als Fans und Mitglieder uns dann einen Kopf machen und dann halt auch mit Bedacht jemanden da reinbringen, der halt diesen Weg weitergeht, wirklich. Also, Felicio, seid ihr denn wahnsinnig, Tom, das Sehr abgehobene Schwein? Der lässt mich dann nicht mehr ins Stadion einfach, nur weil ich dann nicht mehr gestreamt habe oder so. Es darf ja nicht die einzige Prämisse sein, dass da Herr Tana durch und durch ist. Nein, Das ist nein, ja aber schön, diesen dass du Be es tust, ja, aber Aber es gibt den ja noch andere. Berliner Weg weiterzugehen, so wie er jetzt ausgerufen wurde. Und ich finde halt auch diese, das kannst du halt nicht erzwingen, aber ich finde halt genau diese Nähe, dieser Zusammenhalt, dieser familiäre Zusammenhalt, den Kai geschafft hat. Es wäre schön, jemanden zu haben, der das weiter pflegt. So. Es muss ja nicht genau der gleiche Typ sein, aber der das Präsidentenamt zumindest genauso interpretiert, dass der bei den Fanfesten ist, bei weiß ich, was für Sachen macht, anwesend ist. So, das ist, fand ich wichtig und wäre cool, wenn man da Ja, jemanden findet, der es genauso weitermacht. bin ich Wie bei war dir. es denn? Wie war es denn Ganz für kurz, dich? noch beenden, ganz kurz. Bitte nicht Axel, bitte nicht Axel. Na, sage mal, Axel Kruse als Auf gar letztes. keinen Fall. Da, ach naja, das sind alle Sachen, die darf ich hier nicht öffentlich sagen. Doch, So viel, bitte. bitte nicht Axel Kruse, nein, nicht Das ist, Axel. wieso, du kannst ja alles öffentlich sagen, dass er der größte Unsympath ist, wissen wir ja schon. Ich sag's mal nett, sie waren es nicht die besten Freunde. Ja, Ganz schön. aber er tut ja auch alles dafür. Also ich finde auch, Axel Kruse hat sich so disqualifiziert die letzten Jahre. Also wirklich. Monika Dardai, sagt Juli Berlinsk. Ja, Monika. Er wäre aber wahrscheinlich gegen Kai angetreten im Sommer. Oder im Herbst, Entschuldigung. Ja. Axel Kruse. Aus der Opposition, aus dem alten Präsidium. Ich glaube auch, ich könnte mir Nicht vorstellen, dass er da. es jetzt auch probiert. Jetzt kommt es nicht mehr. Ich bin mir sicher, dass er probiert hätte, wenn alles so weitergelaufen wäre. Warum soll er es jetzt nicht probieren? Weil er jetzt weiß, er sieht doch, wie jetzt plötzlich alle das total geil finden, was Kai gemacht hat. Zu Recht, also nicht falsch verstehen. Aber wenn er sich jetzt immer hinstellt, sagt du, pass auf, der Kai hat das falsch gemacht, der hat das falsch gemacht, der hat das falsch gemacht, ich würde lieber den und den Weg geben, dann kriegt er deine 5% der Stimmen. Muss er ja nicht sagen, aber er kann jetzt ja einen auf Berlin blau-weißes Blut, Das stimmt Edelherr-Terner. natürlich. Ja, Ist das auch stimmt natürlich. unglaublich. Ich würde das Er hat niemals sich mehrfach unterstützen. öffentlich dagegen geäußert. Der kann er sich jetzt nicht schon sagen, was Kai macht, das ist total toll, der mag jetzt weiter. Der Das stimmt nicht. Prinz. Der Prinz. Naja. Er soll mal seine Ballerliga machen und dann ist gut. Ja. Wie war es denn für dich im Stadion? Also ganz kurz, Fabian Drescher, wollte ich ganz kurz sagen. Fachlich ein sehr kompetenter Mensch, zweifelsohne. Und genau auch der Kai an der Seite stehen musste. Aber für mich kein Anführer, für mich kein Präsident, für mich keiner, zu dem ich aufschauen würde, den ich in der Loge ansprechen würde und sagen, komm, lass uns mal Bier trinken. Zum Beispiel, wenn man mit ihm redet, dann ist er immer sehr, wirkt er sehr introvertiert, sehr ruhig, Ja, sehr naja. ruhig bleibend halt. Also genau das Gegenteil, Fast menschlich schon gesehen, ist er ja. Ja. schüchtern. Hat Aber sich trotzdem bestimmt ist es, geübt zum Spiel, ja. trotzdem als Interimspräsident jetzt, glaube ich, total Ja, okay. ich glaube ihm, dass er den Weg fortsetzen will von Kai. Das glaube ich ihm wirklich. Ich sehe ihn aber nicht über die Wahl hinaus im Oktober als Ich auch Präsident. nicht. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass wir da ein paar Leute kriegen, die sich ein Herz nehmen und antreten. Ich meine, man muss auch sagen, man hat jetzt ja gesehen an der letzten Wahl,
Das ist gar nicht so, dass jeder antreten kann eigentlich, der Mitglied ist. Und ich hoffe, dass da ein paar Leute außer Reserve kommen, die genauso drauf sind. Also ich hoffe es im Endeffekt. Ich hoffe es Ja, auch. wie war es denn am Sonntag? Verdammt berührend. Ich hatte mit Tom danach, haben wir nochmal draußen gestanden an diesem Blumenmeer, Blumenkerzen-Schalmeer und haben eigentlich beide resümiert, dass es ein verdammt trauriger Tag war und die auch viel geweint haben, oder die Tränen gekommen sind und alles so berührend war. Aber unterm Strich hat man irgendwie das Gefühl, okay, jetzt akzeptiere ich es. Jetzt habe ich es verstanden, er ist nicht mehr da. Und jetzt muss es weitergehen. Also es war so ein bisschen wie so ein Haken dran sitzen. Eine Woche lang leiden, fast eine Woche lang leiden, trauern, Sachen organisieren, tun, machen, da helfen. Also eigentlich war die Woche nur Thema, also für mich Kai gewesen, da was zu machen, da was zu organisieren, hier gucken. Meine Arbeit habe ich völlig vernachlässigt die Woche. Wieso wie Tom auch, aber ich sag mal, dieser Sonntag war für mich so ein Verstand. Er ist nicht mehr da. Ich Ja. habe es dann verstanden und jetzt müssen wir den Berliner Weg weitergehen und jetzt müssen wir aufstehen und jetzt müssen wir uns alle mal eine Backpfeife geben und dann geht's wieder los. Das war so, es hat einen guten Schlusspunkt gesetzt, finde ich. Ja, es war krass zu sehen. Es war vor allem richtig krass, das zu Hause am Fernseher zu sehen. Für mich war es ganz schlimm, weil ich glaube, genau das war total wichtig für wirklich Leute, denen es wirklich am Herzen liegt, im Stadion zu sein und so zusammen diesen total schrägen Moment und furchtbaren Moment zusammen zu erleben, ist, glaube ich, total wichtig. Was du schon sagst, ist, glaube ich, total wichtig, weil die durch dieses zusammen trauern und zusammen dastehen und so einen Moment zusammen zu meistern, dann kannst du halt sagen, okay, jetzt haben wir Tschüss gesagt, alles gut. Kathi! Hi, hi, mein Schatz. Küsschen. Ja, deswegen war es für mich super traurig, dass ich das nicht machen konnte. Aber gut, ist halt so. Dumm. Es ist wirklich dumm. Also das Jahr 2024 fängt so beschissen an. Ich kann es gar nicht sagen, wie ich kotzen könnte. Ist bei mir sogar so, wahrscheinlich kann ich auch nicht zum Pokalspiel gegen Lautern gehen. Mal schauen, ob ich es Lassen trotzdem müssen wir. mache. Aber es ist unwahrscheinlich, so wie es, also was der Arzt sagt, wie es lungentechnisch aussieht, sagt er halt, es geht halt nicht. Aber gut, es sind Sachen, so ist es eben. Aber ich fand von dem, was ich zu Hause gesehen habe, fand ich es unheimlich gut, wie es gemacht wurde. Weil ich davor dachte, so was kommt, jetzt kommt eine riesige Choreo, Tamtam und irgendwie. Und ich fand es richtig stilvoll, dass es eben nicht so war, dass es eigentlich total ruhig, still mit Stil und Würde gemacht wurde. Und vielleicht die Choreo kommt wahrscheinlich irgendwann die nächsten Spiele, Lautern. irgendwas Geiles. Ich fand es richtig gut. Am Anfang war ich ein bisschen schockiert, weil ich dachte, okay, es wird eine irrsinnige Support aus der Kurve jetzt kommen. Und du hast ja wirklich die Spieler auf dem Platz gehört. Also man hat gemerkt, dass die ganze Kurve irgendwie wirklich auch geschockt war. Aber im Nachhinein fand ich es total gut, so wie es gelaufen ist. Ich war ja gestern bei der Podcast-Aufzeichnung Ost-West-Gebälle gewesen. Und habe da von Henry, seines Zeichens Unioner, zu hören bekommen, dass er sehr positiv überrascht war, wie wir mit der Sache umgegangen sind, auch nicht über Ziel hinaus geschossen sind, dass er die Art und Weise, wie wir damit umgegangen sind, eigentlich perfekt fand, sofern man das in so einem Zusammenhang sagen kann, aber nicht zu wenig und auch nicht zu viel gemacht. Er hat uns da ausdrücklich gelobt, also uns als Hertha gelobt, dass wir das so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Finde ich auch. Und wenn Henry das sagt, dann bin ich ja beruhigt. Halt Küsse gehen Unioner. raus natürlich an Henry, mein Schatz. Mein Schatzibären, der und auf der anderen Seite von Berlin einen merkwürdigen Club geil findet. Ja, lass mal zum Spiel kommen. Zum Sportlichen, das Spiel. Also Yes. lass uns aber kurz, ich habe gerade so viele Fragen, die ich immer wieder dachte, ich baue über die Fragen aus dem Chat mit ein, aber irgendwie sind wir dann wieder zum nächsten Thema gesprungen. Ja. Lass uns mal kurz zwei, drei Fragen durchgehen, bitte. Oder Bitte. Aussagen.
Berlin Subs, ich komme von unten nach oben an. Drescher zeigt großen Mut, das Amt vorerst weiterzuführen. Sollten wir nicht unterschätzen, wir sitzen hier alle gerade zu Hause und plauschen nur. Aber er verliert gerade sein altes Leben, sollte unterstützt werden. Vollkommen bin ich bei dir. Er hat auch meine vollste Unterstützung, das habe ich auch gesagt. Ich habe mehrfach Hilfe angeboten, konnte auch schon zwei, drei Sachen ein bisschen erledigen oder mithelfen bei Sachen, aber ich selber habe keinen Kontakt zu Fabian Drescher. Ja, wir kennen uns, wir grüßen uns, wenn wir uns sehen, aber wir haben keinen Kontakt miteinander, sodass ich ihm direkt das nicht vorstellen konnte. Ja, du hast recht, er zeigt Mut. Im Prinzip muss er den Mut zeigen, weil er nochmal Vizepräsident ist. Aber er hätte doch sagen können, ich mache hier, nutze die Wahl im Frühjahr, um einen neuen Präsidenten wählen zu lassen für ein halbes Jahr. Er hat es auf sich genommen, dafür verdammt großen Respekt und bitte ja, alle unterstützen auf jeden Fall. Trotzdem sehe ich ihn nicht als Präsident ab Oktober. Gerne weiterhin als Vizepräsident, ich bin mit deiner Arbeit zufrieden, alles, ich will nichts Schlechtes über ihn sagen. Ich sehe ihn halt nur nicht als Anführer, als die Nummer 1 im Verein, als Präsident. Ja. Okay, da kommt eine neue Frage. Den neuen Pullover gibt es leider gar nicht. Den haben nur die Spieler und die Trainer gekriegt an dem Tag, am Sonntag. Danke. Elwood Blackmore, Dennis. Ja, okay, danke. durch Herrlich, Weber und Zecke ist doch der Berliner Weg garantiert, oder? Tor Hertha. Ich bin mir sicher, dass jeder sich jetzt die nächsten Wochen und Monate komplett daran halten wird. Der Einzige, der was daran ändern könnte, wäre ein neuer Präsident im Oktober, wenn es der falsche Präsident wäre, also der den Weg nicht weitergehen würde. Ansonsten, ich glaube, jeder würde gescheitigt werden, der sich jetzt trauen würde, nicht den Weg weiterzugehen. Ja. Denke ich. Denke ich auch. Was haben wir noch gehabt für Fragen? Ich wechsle eine Rolle. Ich bin nochmal nicht Nummer 1 hier. Irgendeiner hat gerade eine Karte gesucht. Boateng oder Ebert vielleicht. Nee. Hier, Paul Fein sucht noch ein Ticket für das Lautern-Spiel. Ja. Ich habe auch tatsächlich dreimal so viele Anfragen bekommen. Besorgt mal hier noch, besorgt mal da, besorgt mal noch und habe auch ein paar Tickets besorgt. Aber aktuell gibt es einfach keine. Also es gibt VIP-Karten, aber keine normalen Tickets. Also bitte nicht Zecke Neuendorf und Axel Echwitsch und Kevin Prinz Boateng als Präsidenten. Nette, ach, niemals. Das wird, auch nicht, aber nicht als Präsident. Das wird auch nicht passieren, glaube ich. Gut, lass uns mal zum Spiel. Lass uns mal zum Spiel kommen. Was sagst du? Ja, es war zweitrangig. Es war zweitrangig, aber irgendwie war ich dann doch nach 10, 20 Minuten war ich dann schon angepiekt und muss ehrlich sagen, dass ich, also wenn ich mal anfangen darf mit dem Hate, dass ich war erstmal positiv überrascht, wie wir die erste Halbzeit gespielt haben, fand ich sehr gut, auch in der Situation haben wir sehr gut gemacht. Düsseldorf eigentlich fast überhaupt gar keine Chance, bis auf diesen sehr schönen Treffer von denen. Okay, unsere Stürmer haben die Chancen eigentlich sich auch selbst rausgespielt und die Dinger reingemacht. Derry hat relativ viel dafür getan. Ja, Derry, na okay, ist hängen geblieben, ne? Und dann hat Harris sich den Ball genommen und einfach reingezimmert. Aber ich habe es eigentlich, ich habe es im Stream schon gesagt, ich sehe es ähnlich wie Paul, ich habe es danach erst gesehen, ich war auf Kämpf. Ich kann es einfach nicht verstehen, wie jemand mit seiner Erfahrung im Endeffekt zwei Elfmeter verursacht. Wir haben ja nochmal Glück gehabt, dass der zweite nicht reingegangen ist. Aber, also da war ich schon, ja, war ich schon ganz schön bedient, muss ich sagen. Bei aller Trauer irgendwie und so verstehe ich das einfach nicht, wie ein Typ wieder mal uns im Endeffekt, ja, so ein Spiel eigentlich schon fast kaputt macht durch zwei so eine Aktion. Ja, wenn man jetzt mal die Außen, die Umstände mal außer Acht lassen, bin ich bei dir, aber ich kann irgendwie an diesem Tag keinen so richtig böse sein, weil ich auch gerade Kempf habe man ja in der Großeinstellung gesehen, vielleicht eine Wiederholung gesehen danach, wie er da bei der Schweigeminute Tränen in den Augen hatte und auch völlig fertig war.
Ja. Ich würde jetzt da nicht zu hoch hängen, was negativ ist, weil das keine normalen Umstände war, unter denen das Spiel stattgefunden hat. Es war gut, dass es stattgefunden hat, jetzt rückwirkend gesehen. Es war gut, dass wir es nicht verloren haben. Man hat gute Ansätze gesehen, auch ohne Rehse. Nicht mehr und nicht weniger. Klar kannst du verlieren, du hättest erste Halbzeit auch 2-0 führen können, vielleicht müssen sogar. Unentschieden, ja, hilft uns nicht weiter, ist schon klar, aber Finde ich völlig okay. Also das ist ein absolut faires Ergebnis, aber trotzdem, ja, also das war ja auch so ein bisschen das, was ich gesagt habe, der war traurig, aber ich glaube, im Spiel, das ist ja die beste Ablenkung für jeden Spieler oder für jeden, der traurig ist, dann zu spielen. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das in der Szene irgendeine Rolle gespielt hat, weil es ja nicht das erste Mal ist, so dass er aus unerfindlichen Gründen da, ganz merkwürdig. Warum geht er da so hin? Ich meine, das war völlig grundlos. Das war noch weil nicht er von mal, unten rüber. der Düsseldorfer war ja noch nicht mal in einer aussichtsreichen Abschlussposition irgendwie. Einfach dumm. Und wenn es mir einmal passiert, dann gehe ich doch nicht 5 Minuten später oder 6 Minuten später wieder genau so hin. Also dann bin ich doch mal vorsichtig. Verstehe ich nicht. Aber gut. Er hat ja den Stoppfehler beim zweiten wieder. Hat er den Ball, den hat er ja erst am Ball und stoppt ihn falsch und spielt ihn ja damit oder stoppt ihn in den Lauf quasi von dem Spieler. Da ist ja der eigentliche Fehler. Beim zweiten Elfmeter. Und für mich sieht es so aus, als wenn er einfach nicht da war, nicht hundertprozentig mit den Gedanken beim Spiel war, irgendwie gerade ein bisschen geträumt hat oder ich weiß es nicht. Ich sag mal, ich Also, würde jetzt die Negativleistung nicht zu hoch hängen an okay. Nachspiel spielen. Ja, Also, es war nicht Mist, keine Frage, aber. Thor Hertha sagt gerade, er glaubt, er hat psychische Probleme. Also das liegt mir total fern, hier jemanden anzuzählen. Aber wir sprechen ja über Fußball und dann muss man auch sagen können, ey, das ist einfach unterirdisch gewesen. Aber was sagst du denn zu Pauls Aussage nach dem Spiel? Er hat ihn ja öffentlich krass angezählt. Meinst du, Paul hat Interesse, dass Kempfi und den Verein verlässt jetzt noch? Ich glaube, wenn Hertha ein Angebot kriegen würde, das muss vielleicht nicht mehr unbedingt gut sein, aber vielleicht 1, 2, 3 Millionen bekäme, würden sie, glaube ich, ja sagen. Ja. Okay. Was aber auch daran liegt, dass man mit Gechter gerade sehr zufrieden ist. Der wurde von jedem, mit dem ich gesprochen habe, extremst gelobt, dass er eigentlich so verdient hätte zu spielen. Leistner kannst du halt nicht rausnehmen und Kempf musst du halt einfach mal spielen lassen. Und erst recht, wenn du im Winter verkaufen willst, muss er spielen. Sonst kriegst du nicht verkauft. Ja, aber Toni hat auch Aber wieder geil gespielt, muss man sagen. Also der ist halt einfach eine Kante. ich fand Kempf übrigens in der ersten Halbzeit richtig stark. Muss man auch mal Ja, dazu sagen. in der ersten Halbzeit waren alle Ja. richtig stark. Also muss Auch man Kempf, sagen, der Bälle gewonnen hat, die Spieleröffnung. absolut. Also da stand die ganze Abwehr war richtig gut, richtig sicher, haben gar nichts zugelassen. Ja, trotzdem so eine. Ja, aber zwei, du kannst nicht zwei dir so eine Fehler erlauben auf so einem Ja. Niveau. Ist halt so. Aber es Ich war sehe ein es nicht so. besonderes Spiel, da hast du recht, aber es ist ja nicht das erste Mal. Du weißt, ich habe mich über Kempfi schon ein paar Mal aufgeregt. Ich sehe es jetzt auch ein bisschen anders so. Ich finde, dass er auch zur Mannschaft wieder einen guten Sprung gemacht hat. Man denkt jetzt nicht mehr, er will unbedingt weg. Auch in der Kurve, man sieht, dass der auch mit dem Herzen dabei ist. Aber mich hat es überrascht, dass Paul ihn so angezählt hat, öffentlich. War für mich schon so ein bisschen so ein Zeichen, dass man vielleicht sagt, ey, ich sag das jetzt mal, vielleicht nimmst du mal ein Angebot an, mein Freund. Wenn er welche hat. Wenn er welche hat. War leider in Treser überhaupt kein Thema gewesen. Deswegen habe ich da nie irgendwie irgendwann zu gefragt, weil ich halt eigentlich ihn weitergesehen habe und näher an der Mannschaft dran ist und auch eigentlich viel Gutes gesehen habe in der Rückrunde. Nehmen wir mal das Magdeburg-Spiel raus. Ansonsten ist er mir jetzt nicht negativ groß aufgefallen. Er hatte bessere Spiele, er hatte weniger gute Spiele, okay, aber so ein Schnitzer wie jetzt zweimal gegen Düsseldorf. Oder wie in Magdeburg habe ich ihn danach nicht mehr gesehen, sodass ich eigentlich mit Kempf zufrieden war, ohne ihn jetzt zu hypen, wie in Kenny zum Beispiel. Ja. Ja, Aber nochmal, wenn er. ansonsten, Ja, ist es so. Ist es so. aber ja, denke ich auch. Also ich denke auch, es könnte passieren. Wenn ein Angebot kommt, werden wir wahrscheinlich ja sagen. Ansonsten Sefui, Karbovnik, auch Buchalakis, stabil. Also Buchalakis fand ich auch diesmal echt das erste Mal, dass ich sage, nach seinem ersten Spiel für uns war eine echt stabile Leistung von ihm.
waren halt alle irgendwie gelb-rot gefährdet, irgendwie in der zweiten Halbzeit. Also mussten alle ausgewechselt werden. Und aber ich meine, über das Spiel müssen wir jetzt gar nicht so viel reden. Aber was sagst du zu Barkok? Unauffällig ein Ungestüm mit Einsteigen, wo er die gelbe Karte gekriegt hat. Ich glaube, also man hat oft gedacht, wenn er jetzt noch den Pass richtig spielt, also er hat einen starken Dribbling gehabt. Das war nur ein Klopfen. Dann nutze ich mal die Chance und grüße Benino. Wir hören gleich auf. Du musst ein bisschen aufpassen, Schatz. Ich passe auf, alles gut. Wir hören wirklich gleich auf. Liebe Grüße. Liebe Grüße von Dennis. Liebe Grüße auch an deine liebe Frau, sagt sie. Ah, okay. Sie sagt, wir dürfen nicht so lange machen, ich soll ein bisschen haushalten. Sie passt ein bisschen auf mich auf, weißt du? Ist das für dich anstrengend zu streamen? Naja, nee, wegen der Lunge, weil ich halt so viel rede. Ach, okay. Lieber ein bisschen kürzer, aber alles ist gut. Der Marder wieder da. Der Marder ist tatsächlich gestern wieder aufgetaucht. Es kamen Geräusche am Haus. Mal schauen, ob es eine neue Marder Jindawi-Story gibt. So, Barkok fand ich so, was ich gesehen habe, ganz gut, muss ich sagen. Ich glaube, so von wie er die Bälle verteilt hat, sah das schon ganz gut aus für die erste Einwechslung. Bin gespannt, wie es jetzt im nächsten Spiel aussehen wird, weil es ist ja leider scheinbar wirklich so, dass Benze und Ibo noch ein bisschen fehlen werden. Palko ist zurück, eingewechselt worden. Finde ich, aber ja. Was sagst du? Was glaubst du, nächstes Spiel, wer wird, also Fabi Reese ist natürlich noch kein Thema. Insofern denke ich mal, vorne wird es relativ gleich sein. Aber glaubst du, wir beginnen mit Barkok diesmal auf der 10? Also Prebniak ist, fand ich, unterirdisch auf der Position, völlig unauffällig. Absolut unsichtbar. Gesperrt. Ich kann es mir gut vorstellen, ja. Könnte also, ich mir auch vorstellen. Ich habe mit Barkok viele positive Ansätze gesehen, wo noch der letzte richtige Pass gespielt hat. Ja. Also das kommt natürlich dann nur mit Spielerfahrung, wenn man gemeinsam trainiert, wenn man gemeinsam Spiele hat, dass man irgendwann dann die Laufwege kennenlernt. Das wird 2-3 Spiele dauern, aber ich könnte mir vorstellen, dass das derjenige sein könnte, der zumindest bis Maser wieder da ist, weil ist ja mein Traumzehner, die Rolle gut erfüllen könnte. Okay, wie sieht's denn aus mit Paul? Nächstes Spiel, glaubst du, Toni Leisner wird wahrscheinlich spielen. Glaubst du, Gechter spielt in der Innenverteidigung? Das wäre konsequent. Also. Oder Marton. Achso, ja, also hier war die Frage, ging es auf Kempf, ob auf Kempf gespielt wird oder nicht. Kommt davon, wie ausrichtet. Er wird gegen wen ist tiefstehend, da wird er schon den direkten Zehner aufstellen und versuchen, auch einen offensiven Sechser mit aufzustellen. Wenn Buchelakis jetzt als Gesetz gilt, könnte ich mir dann da tatsächlich hinten in der IV vorstellen. Weiß ich gar nicht, ob der Gesetz ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Marton und Clemens wieder auf die 6 gehen und Gechter in die Innenverteidigung. Ich kann mir auch vorstellen. Bucher jetzt raus nach einem vernünftigen Spiel. Oh, Entschuldigung. Du kennst ihn besser jetzt. Er hat dir die Vorteile der Dreierkette erklärt. Die werden wir jetzt wahrscheinlich gegen Wiesbaden wahrscheinlich nicht spielen, aber das machen wir beim nächsten Stream. Da habe ich noch ein paar Fragen. Wir haben ja ein paar Themen, die an mir vorbeigegangen sind. Ja. Aber wie sieht es denn aus gegen Wiesbaden? Also, du kannst dir vorstellen, Barkok spielt. Was ist deine Erwartung an dieses Spiel? Ich hoffe, dass der Schalter genauso Klick gemacht hat wie bei uns Fans. Also ich schieße mal jetzt von mich auf andere. Nee, von mir auf andere. Ich schieße von mich auf andere. Ich schieße von mir auf andere. Und dass man jetzt irgendwie das Thema abhakt innerlich und nach vorne schaut und dann erwarte ich auch ein gutes Spiel. Andererseits weiß ich, dass der Fokus aufs Pokalspiel gelegt wird. Man möchte dadurch... Also ich glaube, egal wie du fragst, Sieg in Wiesbaden oder Sieg im Pokal, werden ja alle sagen, Sieg Pokal. Da habe ich Logo. Angst, dass das jetzt gerade ein bisschen schon in Fokus gerückt ist bei den Spielern. Glaube ich nicht. Glaubst du?
Könnte ich mir vorstellen, ja. Dass ich keiner verletzen möchte, dass du vielleicht in zwei Kampagnen reingehst, weil in diesem Spiel dabei ausverkauft, geile Atmosphäre. Ein Gegner, der starkbar ist, sagen wir mal so, da willst du eigentlich dabei sein. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht mal der ein oder andere nicht 100% in den Zweikampf reingeht, sodass es eher ein enges Spiel wird. Aber trotzdem sollten wir das Haupt nicht gewinnen. Ich glaube, gestern im Podcast 1-1 getippt. Nee, ich glaube, wir gewinnen. Ich glaube, das ist ein perfektes Spiel. Du spielst auswärts, du bist ein bisschen weg von dieser ganzen traurigen Situation. Wiesbaden ist gerade nicht so gut drauf. Wir haben eine Rechnung offen gegen die. Du kannst auswärts befreit spielen. Ich glaube, ja, ist natürlich, ja, ist Wiesbaden unangenehm, aber ich glaube, auswärts ist es für uns wie gemacht, dieses Spiel jetzt. Lass uns doch mal durchtippen. Wir machen noch Lautern und Hamburg. Genau. Lass uns. Lieber nicht hier spielen. Aber ja, okay. Das ist wohl wahr. Aber trotzdem glaube ich, dass jetzt das so ist, dass es befreiend ist, in Wiesbaden spielen zu können. Und ich glaube schon, dass wir das Ding ziehen. Gerade weil es eine wichtige Woche ist und du dann sagst, also ich kann mir auch vorstellen, dass in der 60., 70. gewechselt wird und dann die Leute geschont werden. Aber ich glaube schon, dass wir bis dahin alles geben werden. Lautern gegen Schalke, was sagst du? Schalke erstaunlich schwach, fand ich, gegen den HSV. Genauso schwach wie Lautern? Ja, aber Lautern war ja gar nicht so schwach gegen Pauli. Das Ergebnis war klarer als das Spiel. Also Lautern hat es ja geschafft, irgendwie dreimal hintereinander an die Latte zu schießen. Irgendwie unfassbar. Ich glaube, drei Lattenschüsse. Ich momentan, da ich hier brach liege, kann ich ja jede Scheiße gucken. Ich habe mir alles reingefahren. Also Lautern war nicht so schlecht, wie das Ergebnis war. Und Schalke fand ich richtig schwach gegen Hamburg. Da dachte man so, boah, was ist denn das? Also die haben so ohne jeden Glauben an sich gespielt, fand ich. Ganz schwach. Ich bleibe beim 1-1. Ja, guter Tipp. Hannover-Nürnberg? Schlimmes, ich habe am Wochenende keinen Fußball geguckt. Ich habe Karlsruhe geguckt noch am Freitag und natürlich das Hertha-Spiel. Ansonsten habe ich nicht einmal irgendwie Fußball geguckt. Das war. Ja, ist ja auch. Ist ja auch verständlich. Ich sag mal, Hannover hat 2-2 gegen Elversberg gespielt. Ja, der gibt es natürlich, glaube ich, zusammen. Aber, ja, ich würde schon Hannover den Heimsieg zutrauen. Allerdings irgendwie was Knappes, so ein 2-1. 2-1. Rostock-Elversberg. Rostock verloren. Ja, und wie? 0-1. Elversberg kommt wieder. Osnabrück gegen Paderborn. Osnabrück ganz hinten. Mega abgeschlagen. Ja, Paderborn war da. Die haben nur verloren, oder? Ja, Paderborn haben verloren, genau. Ja, ja. 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 Na, gönn doch mal den Osnabrückern einen Punkt. Ja, 1-1. Düsseldorf gegen St. Pauli, da direkte Konkurrenten, die gegeneinander spielen. So habe ich es doch am liebsten. Auch ein Unentschieden. Es wird ein Wochenende der Unentschieden. 2-2. Oha. HSV gegen den KSC. Leider, und so leid es mir tut, klarer HSV-Sieg 3-0. Zu Hause leider eine Macht, ja. Fürth gegen Kiel. Auch krasses Spiel. Auch zwei direkte Konkurrenten, die aufeinandertreffen. Ausrutscher von Kiel. Kiel, Wahnsinn, dass die nach der Führung gegen Braunschweig verlieren. Absolut. Fürth in Auf. Ich sage die Partie nochmal. Fürth gewinnt 2-1. Fürth gewinnt 2-1. Ja, könnte gut sein. Braunschweig gegen Magdeburg. Braunschweig drei Spiele hintereinander gewonnen. Magdeburg auch gewonnen, ne? Magdeburg haben, glaube ich, gewonnen, ja. Ich bleibe bei Unentschieden. Ich habe heute eine Menge Unentschieden drin. 1-1. 1-1. Sehr gute Tipps sind mit meinen eigentlich fast identisch. Ja, dann kommen wir doch mal zum Spiel der Woche. Diesmal, wir machen noch keine lustigen Einspieler. Die machen wir erst ab nächste Woche wieder rein.
Okay. Hertha 1-1. Okay, 1-1. Das ist... Weil okay. Lautern, weil Spieler schon sich selbst vielleicht ein bisschen und denen ist zu Hause auch nicht einfach zu spielen. Also, ja, 1-1. Okay. Nicht, dass ich es mir wünschen würde, ich würde natürlich klar einen Sieg wünschen, aber ich tippe 1-1. Okay. Wäre ja eigentlich ganz gut, deine Tipps, auch so Lautern gegen Schalke 1-1, wäre ganz cool. Also da ist wirklich krass Druck auf dem Kessel, weil Schalke muss eigentlich gewinnen, Lautern muss eigentlich auch gewinnen. Ja. Das ist schon wirklich ein krasses Game. Spiel. Ja, das ist ein krasses Spiel. Deswegen ist so ein typisches Unentschieden-Spiel, wo dann irgendwann ab der 75., 80. beide sagen, okay, bevor wir uns jetzt was fangen, dann okay, machen wir Unentschieden. Ja, Unentschieden hilft ja auch bei nicht weiter. Nee. Ich habe so ein Gefühl, ich könnte mir Lautern vorstellen, was für uns sicherlich nicht so gut wäre. Ich fand Schalke halt sehr schwach und Lautern hat schon gekämpft gegen Pauli, deswegen da würde ich jetzt einfach mal mutig sagen, Lautern gewinnt 2-1. Hast du ein Foto gemacht vorher? Ach so, ja, genau. Ich mache mal noch ein Foto. Aber ja, ich glaube auch eher an einen Lautern-Sieg als an einen Schalke-Sieg. Ja. Deswegen, ich sag mal 2-1 für Lautern, damit wir uns mal ein bisschen unterscheiden. Hannover gegen Nürnberg, sage ich ja, unentschieden. Und ansonsten ja. Bin ich da relativ mit dir konform, bis auf ein Spiel. Und rate mal, welches? Düsseldorf gegen St. Pauli? Nein, ich glaube ja. Wiesbaden gegen Hertha. Ich glaube, das gibt ein klares 3-0 für uns. Ich glaube, die ziehen wir einfach. Es ist, ich glaube, dass wir erstmal das Hinspiel, was wir wirklich richtig schlecht gespielt haben, haben 1-0 zu Hause verloren. Da wird Paul nochmal drauf hinweisen. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, dass das, wie gesagt, für uns total ein dankbares Spiel ist, um sich da mal die Seele frei zu machen. Und deswegen glaube ich, dass wir die klar besiegen werden. 2-0, 3-0. Ich sage mal, einfach weil es besser aussieht, 3-0. Und ansonsten würde ich sagen, bin ich da relativ mit deinen Tipps d'accord. Ja, und dann wollen wir mal gucken, wie es aussieht. Du fährst aber diesmal nicht hin, oder? Doch, wir fahren nach Wiesbaden. Wirklich? Du bist ein crazy guy, Alter. Ein geiler Typ. Gut, ich werde wahrscheinlich es nicht schaffen, Watchalong zu machen. Dazu ist meine Lunge noch zu schlecht. Aber wenn du kannst, nach dem Spiel, ich mache einen Stream, wenn du Bock hast und... Ich bin schon zurück. Ihr fahrt gleich nach dem Spiel? Ich habe ein Auto noch Zeit, ja. Dann ruf mich doch mal an. Ich habe auch den Markus dann bei mir, Hammer Graphics. Der macht dann wieder einen Vlog von dem Tag. Und dann hole ich die mal mit dazu. Das ist doch schön, dann kann der ja Auto fahren und wir können quatschen. Der Olli fährt Auto, aber ja, das ging ja. Kennt er ja, das kennt ja Markus, wenn wir quatschen. Das kennt er ja. Der leider nicht im Stream ist, muss ich mal festhalten. Was sagst du? White Cross, der leider nicht im Stream ist, muss ich mal so festhalten. White Cross, genau. Aber dein Cousin war neulich im Stream. Swiss BSC, oder? Dein Schwager. Schwager, genau. Ja. Grüße gehen raus. Gut, mein Schatz, das soll es gewesen sein für heute. Ich muss mich ein bisschen schonen noch. Hast du die Loxen gesehen? Die Frage muss ich noch loswerden. Ja, Loxen. Loxen. Ja, super. War für mich einfach total schön, weil es mir da wirklich richtig schlecht ging. Es war eine richtig schöne Sache, dass ich irgendwie so jeden Tag bei euch sein konnte. Hat mir richtig Laune gebracht, vor allem, weil ich... wie heißt der kleine Grandler, der mit war? Den kenne ich doch auch. Der auch, das auch oft... Ja, einfach toll. Fand ich total süß. Sweet. Ihr sowieso sweet. Ich fand's wirklich sehr unterhaltsam. Eure Essens-Restaurantbesuche abends im Hotel, morgens. Fand ich alles geil. Sehr schön gemacht. Grüße gehen raus an Markus von Hammer Graphics. Geiles Schwein. Geiler Typ. Okay, überhaupt, Leute, Markus Hammer Graphics, lasst dem mal ein Abo da, dem Mann. Der macht sich immer
sehr viel Mühe, macht schöne Videos für uns alle und kostet ja nichts. Also einfach mal die Glocke klingeln und vielleicht einen kleinen Kommentar schreiben. Freut er sich bestimmt. Und grüßt ihn schön von mir. So, Stimme ist weg. Ich küsse dich, es war ein Fest. Wir hören uns dann am Samstag, hoffe ich. Und bitte grüß mir deine ganze Familie, ja? Du auch. Danke. Das werde ich tun. Ich werde jetzt gleich nach unten gehen und sagen, wir sind schon längst fertig. Wieso hast du eine Kamerun-Jacke an? Ist eine Kamerun? Sehr gut. Ja, ist eine Kamerun-Jacke. Hat mir ein Freund geschenkt, der aus Kamerun ist. Dessen habe ich dir schon erzählt, seine beiden Söhne spielen bei, oder einer spielt bei Leipzig, der andere bei Hertha. Ach, das war der, okay. Genau. Herr Richard Bohomo. Grüße gehen raus und für ihn trage ich diese Jacke. Kamerun ist ja auch ein geiles Land. Okay. Lass uns aber demnächst natürlich wieder eine Hertha-Jacke. Selbstverständlich. Also, hauhe. Hauhe. Bis bald, mein Schatz. Und ab jetzt geht's bergauf. Ja? Und du, nicht so viel reden. Ja, ich bin ab jetzt ruhig. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao, ciao. So, Leute, hauhe. Habt einen ganz schönen Restdienstag. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen bei Tom. Nee, bei mir. Mit Tom. Hauhe. Ciao.